In diesem Video werfen wir einen Blick auf die Anschlüsse der neuen Pinion MGU hier am Flyer Goro TRX. Wenn ihr das Motorcover eurer Pinion MGU abgenommen habt, werdet ihr zunächst maximal 6 Kabel vorfinden. Wir schauen uns jetzt mal der Reihe nach von links nach rechts an, was die Kabel eigentlich an eurer Pinion MGU zu suchen haben. Ganz links haben wir natürlich hier den größten Stecker, der auch ordentlich eingeklebt und abgedichtet ist. Das ist der Akkustecker, der einfach Motor mit dem Akku verbindet und das ganze System mit Strom versorgt. Rechts daneben ist der zweitgrößte Stecker, in dem Fall ein sechspoliger mit lila Innenleben. Das ist der Anschluss für das Frontlicht. Hier können wir aktuell noch nicht genau sagen, was der Lichtanschluss direkt für Leistung bringt. An dem E-Bike ist eine Lampe mit 12 Volt Anschluss und 7,5 Watt Verbrauch angeschlossen. Also das 12 Volt System hat sich ja in der E-Bike-Branche ein bisschen durchgesetzt. Also das ist auf jeden Fall möglich. Wenn wir dort im Nachhinein des Videos noch nähere Informationen für euch herausfinden, schreiben wir es in die Beschreibung. Da findet ihr dann quasi die genauen Angaben auch dazu. Rechts neben dem Frontlichtanschluss findet ihr den Anschluss für die Schaltbox, also für den elektronischen Schalthebel. Dieser ist ebenfalls eckig mit 4 Polen ausgestattet und mit blauen Innenleben. Rechts daneben mit grünen Innenleben findet ihr den Stecker für das Display und an dem Display ist separat die Bedieneinheit angeschlossen. Also es gibt nur einen Stecker für Display und Bedieneinheit. Wieder rechts daneben der kleinste Stecker mit roten Innenleben und ovalen Formung. Das ist der Stecker für das Rücklicht passenderweise. Und zu guter Letzt ganz rechts haben wir auch noch einen sechsten Stecker mit orangenen Innenleben. Das ist der Stecker für den Speedsensor, mit dem das System quasi kommuniziert, wie schnell ihr unterwegs seid. Super praktisch hier gelöst. Alle Stecker sind formkodiert, also ihr könnt da nicht den falschen Stecker irgendwie in eine falsche Buchse legen. Also wenn ihr dann Ersatzkabel braucht, könnt ihr da gar nichts falsch machen. Für mich das einzige Manko, was der Pinion MGU hier aktuell nicht liefert, ist einen separaten extra Stromanschluss für zusätzliche Verbraucher, an dem man eventuell Zusatzzubehör wie Blinker oder eine Hupe oder Sattelheizung etc. anschließen könnte. Da ist der Bosch noch ein bisschen weiter, denn dort haben wir die Möglichkeit, mit Zusatzverbrauchern an den Motor zu gehen. Ansonsten sieht das alles sehr solide aus. Wenn ihr mal eins der Kabel für euer E-Bike braucht, weil eins defekt ist oder ihr eine Lichtanlage nachrüsten wollt, schaut ganz bei uns im Shop vorbei. Da findet ihr die ganzen Kabel ordentlich aufgelistet. Das soll es in aller Kürze zu den Anschlüssen der Pinion MGU gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, gebt uns ein Like, wenn es euch weitergeholfen hat. Und abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr keine News mehr verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis bald.